Ja, wir sind hier in Magdeburg mit 500 jungen Leuten. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, hier ein bisschen Party machen mit den Leuten, die man auch so kennt und vielleicht noch neue Leute kennenlernen. Das hat man generell ja gerne. Und ich freue mich eigentlich auf die Ex und eigentlich auf die Leute hier. Ich bin hier, weil ich Bock auf die geile Musik habe und auf die coolen Leute hier in Magdeburg. IGBC-Jugend, Beste. Wir wollten das die letzten Jahre immer wieder machen. Es ging nicht wegen der Pandemie. Und jetzt sind wir hier. Wir wollen Gewerkschaftsarbeit erlebbar machen. Wir wollen diskutieren. Wir wollen Kultur miteinander genießen, verbringen. Wir haben Workshops aus den Landesbezirken. Und wir haben eine Demonstration, weil es ist einiges da draußen, was nicht gut läuft. Der Ausbildungsmarkt ist relativ angespannt. Viele, viele junge Leute wollen eine Perspektive. Besonders wichtig ist mir die Übernahme für Auszubildende und Dualstudierende. Man bildet die Menschen gut aus und soll sie dann auch behalten. Man muss den Menschen eine Chance geben, wirklich langfristig beim Unternehmen mitzuwirken und sie danach nicht einfach wieder auf die Straße zu setzen. Was sich in den kommenden Jahren ändern sollte, auf jeden Fall, dass die Jugend mehr Aufmerksamkeit kriegt und dass die Ausbildung halt auch noch eine Zukunft ist. Ich bin bei mir im Betrieb auch Jugendausbildender Vorsitzender. Da sieht man halt auch, dass sich da einiges ändern muss, zum Beispiel mit Wohnheimen oder so, dass die Azubis auch einfach mal eine Möglichkeit haben, in der Nähe von dem Betrieb auch zu wohnen und zu leben für einen fairen Preis. Also mir ist besonders wichtig, dass die Lieferketten und gerade auf die Menschenrechte hinbezogen besonders eingehalten werden, weil wir nun mal auf einem Planeten leben und eine Spezies sind und dementsprechend müssen wir zusammenhalten. Und es hilft nicht, dass wir hier in Europa gute Lieferketten haben, aber woanders halt nicht. Als JAF-Vorsitzende liegt mir natürlich die Ausbildung besonders am Herzen. Sprich, viele Azubis einstellen und natürlich auch viele Azubis übernehmen, am besten 100%. Weil natürlich die Renteneintritte natürlich steigen und wir viel mehr Arbeitskräfte brauchen. Deswegen auf jeden Fall mehr ausbilden und mehr übernehmen. Das ist mir wichtig. Wir haben 20 Jahre lang Kampf um Ausbildungsplätze, um Kapazitäten, um die Versorgung von Jugendlichen mit Ausbildungsplätzen. Jetzt ist die Wirtschaft in der Situation, dass wirklich Mangel und Bedarf da ist. Und trotzdem muss man laut rufen, weil die Kapazitäten nicht geschaffen werden, weil die Konzepte kompliziert sind. Das heißt, es geht darum, dass man nicht nur im Interesse der Jugendlichen das sowieso, sondern mittlerweile auch im Interesse der Wirtschaft jetzt endlich voranmachen muss. Und da geht es eben nicht, dass wir plaudern und plaudern, sondern da muss Gewerkschaft und gewerkschaftliche Jugendarbeit und die IGBCE ihre Position beziehen. Das wollen wir auch tun. Wie fandest du denn das Inner-Main-Festival? Ich fand es sehr schön. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Geil. Ich habe neue Leute kennengelernt. Also sei es Schweizer Grenze, Hamburg, Bayern. Es ist richtig geil, mal andere Leute aus unserer Gewerkschaft zu treffen. Sehr krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist. Vor allem, man wächst in der Gemeinschaft einfach zusammen. Man ist wie eine Familie einfach. Super. Ich fand es super geil. Gerade die Workshops, so viele Leute, wie in den Workshops drin saßen, habe ich 2018 nicht mitbekommen, dass so viele Leute sich wirklich dafür interessiert haben, auch etwas machen zu wollen, etwas verändern zu wollen, sich selbst aufzuklären. Und deswegen fand ich das richtig, richtig gut. Stimmung war super, Menschen waren alle super. Gestern die Demo war nochmal echt Premium für die 2 Stunden, waren echt alle noch gut gelaunt und haben wirklich auch ein bisschen was gezeigt und auch ein paar PS auf die Straße gebracht. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade auch in der jetzigen Phase unserer Kampagne, dass wir das in den Betrieben nochmal widerspiegeln. Und mit der Jugend bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir das hinbekommen.